Good Marius, hola. Mir ist das interessant, dass hier zu Donau von Dauen. Und ich hoffe, ich werde was lernen können. Erste, hier sind Kopias, ich glaube, das habe ich ausgedeilt, das ist die Geldverwaltung in Mexiko. Ans Thema, ist eine andere Sicht, sei Schuld oder schuldfrei. Okay, ans Thema ist ein financial Ding, finanzielle Ding, zu lernen. Und wir haben eine Kopie gemacht durch diese Jahre, was wir geschafft haben, top gestalt, was wir erfahren haben. Und durch Erfahrungen, Gedanken und Gedanken, was ich glaube, was uns geholfen hat, dass wir das besser tun können. Wenn wir eine Kopie checken, da ist ein Blattband mit Schriftfarge. Ich werde durch diese Sektion nicht sehr viel von Schriftfarge reden, da alle von Erfahrungen übergenommen sind mit all diesen Fargen. Da sind noch viel mehr, aber ich habe zusammen abgeschrieben. Besonders werde ich denken, da ist an die Sehen von Gott. Das sind drei Dinge, wo wir gerne von reden. Eins ist die Sehen. Wir reden viel von Glück und von Gnade. Das weiß ich darum handelt, um die drei Dinge. Gnade, das ist ein Ding, was wir kriegen tun. Das kommt in dir Geschenk, ohne dass wir da was am tun. Sehen ist ein Ding, wenn wir was tun, dann geht Gott dabei fliehen und dann jäfft das Meier. Glück, das ist, was ein Weltmensch verstehen kann. Wenn die verlängern war, hätten sie dann ein Zeitkäse voll Geld und haben Glück gehabt. Du hast nicht viel Sehen ab. So, wir fingen viel von Sehen an der Schrift geschrieben. Okay, wir wollen wieder gehen. Ich will erstens in Psalm Farge lesen. In Matthäus, Kapitel 6, von Farge 19. Hier sind zwei Engel in der Bibel, wo ich brücke dort am Anfang, wo ich jahrelang mit dir kämpft habe, was meint dort. Wir müssen doch schaffen, dass wir zu leben haben. Und aber in Matthäus Kapitel 6, Vers 19, da sagt er, Schätze im Himmel. Und ich werde mal längst hier lesen, mit Erklärung machen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Na, der 21. Vers ist der Hauptvers. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wo uns Schatz ist, dort wo uns Wort ist, jo. Wo soll wir unsere Schätze sammeln? Im Himmel, sage ich das nicht, ob das hier, wo das zu stehlen geht. Nun werden wir das nächste lesen, was sehr schmuck erklärt hat. Sage ich, das Auge ist das Lebenslicht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird der ganze Leib Licht. Wenn uns Ur klar ist, dass wir sein nicht können, dann sind meine Feiten hängen in der ganze Körper aus dem Licht. Wenn das Ur tau ist, dann weiß die Hand nicht, wo die Hand fort soll. So wie brücke das Ur tun, irgends eine Entscheidung machen oder irgends ein Ding tun, eine Charakterasset in der Geldverwaltung. Wenn wir unsere Weisheit im Kopf nicht haben, das Geld anzuwenden, dann wird uns das allerdings da. Aber wenn wir die Weisheit haben, dass wir erkennen können, dass wir dort haben Gott, was wir haben, von Gott getragen haben, und wir sind verantwortlich, dort wieder zu tragen, dass das mehr geworden ist, dann ist uns ganzer Charb, unser ganzer Handel, unsere ganze Schacherie, unsere alle Entscheidungen, was wir kippen und verkippen, ist im Licht. Tja, wir sind woran wir das tun. Es ist sehr wichtig, dass uns Ohr klar ist. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird ein ganzer Leibfenster sein. Wenn nun das Licht, das in der dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Nach der nächsten Vers wird niemand kann zwei Herren dienen. Das wird sehr viel in der Geldverwaltung tun. Die wollen zwei Haare dienen. Die wollen das Licht haben, dass sie sein nicht kennen, aber sie wollen alle Janker schnell gehen, was er Fleisch jankert hat. Und dann kommen sie im Düsteren an und weiter nicht wohin. Dort sind mit den Menschen, was ich viel zu tun habe. Jetzt sagt hier,
Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr kennt nicht Gott und den Mammon dienen. Na wieder redet von der Sorge, was wir wollen haben. Gott hat die Fehlfoder, er hat die Blume auszumachen. Wieso würden wir uns nicht mal an Gott seine Hänge leihen und ans Urglote klar werden und erkennen, dass er ist, der uns alle mal alles geben hat. Und eine 33. Vers sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Some Menschen sagen, trachtet erst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Hier ist noch was zwischen. Nach seiner Gerechtigkeit. Das ist ein ganz Verfall mit ihm. So der Gerechtigkeit, das ist ein Ding, wo wir mal noch trachten. Dass wir dort mitführen können. Und das, was in der Geldverwaltung sehr in Betracht kommen wird. Und dann sagte der feierende Vers, darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das eine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage hat. So wenn wir uns nicht schwer machen, wo wir wollen zu leben haben, wann wir gläubig sind an Gott. Und dann streben wir von dort aus für Christen. Ich habe wenig Rot für Weltmenschen. Ich soll sagen, wenn ich rot, ja, eine Geldverwaltung kann ich dir rot geben. Aber die Sehenskrone, was wir von da gelehrt wollen, die muss ein Mensch erst die Gnade kriegen, damit er an dem Sehen leben kann. Und dann gehen wir eben noch Kapitel 25. Das ist die andere Seite, von was uns sehr klar lehrt hat, dass wir selber nicht unsere Finanzen alle nu in der Schuldleihe oder Weichleihe und liegen auf den Schnee und beten, lehren Gott, was uns eten und Futter geben und alles tauschen, wenn es wieder wie nicht sorry. Das ist Kapitel 25, Vers 14. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Gitter aus. So ist einer, ein Agnan dort mein himmlischer Vater, der kam noch mir und gab mir Gitter. Was sind Gitter? Das sind Dinge, was Gott gemacht hat, was er mir geben kann. Das ist eine Gnade, dass er mir Gove gegeben hat. Der habe ich mich nicht könnt wählen. Der habe ich mich nicht könnt nehmen. Der habe ich mir gegeben. Das ist 100% Gnade. Der Gove, was ich habe, kommt vom himmlischen Vater. Und ich werde nicht alle lesen, aber hier sage ich da wieder von den Zentner, dass wir alle auswandig weiter gläubig. Ich gehe auf dem ersten 5 Zentner, dem nächsten 3, dem letzten 1. Und dann fingen wir, wo der Erste hat mit den 5 geschafft und hat 5 Meier gewonnen. Und der Zweite kriegt so. Der hat 3 Meier gewonnen. Oder sagt er, der hat vielleicht 2, ja? Sagt ihr 2. Der Letzte, der sagt, dass ich weiß, dass du wirst ein strenger Haar, ja? Ich will mich nicht, das Einzelne, wo er Hände daunen, dass er sich vermehrt hat. Ich will ihn bloß festholen. Und lüre, was du kämpfst und gebe dem Träg. Wenn es wannig mit dem Schaf würde, mir das nicht glecken würde, dann würde ich wahrscheinlich Strophe kriegen. Ja? Er fehlt sich zu clean, zu arg, zu unangenehm, zum die Gove brücken, was Gott ihm gegeben hat. So was sagt Gott Lothar zu dem, was bloß ein hat? Weil er schon sagte zu den anderen, du hast 5 gewonnen, die war bei mir gegeben. Du kannst nicht gehen an dort klare Licht, wo wir schon redet haben, und lebe da wieder. Und den nächsten kriegt so. Aber das Letzte sage ich da, für die hat nicht gebrückt. Dem soll er rückgeschmitten, wo er eine Finsternis nimmt. Am Düsteren nimmt. Wenn wir da nicht an die Finanzdinge denken, da, ne? Das Charakter ist das Schaffe. Die Jan, die wird eine Gove auf die Träge, und ich will von da noch nicht schon rückbringen, von der Gove an uns sicher. Was Gott uns gegeben hat, und wie die Träger haben, wie die anwandert haben, dann gibt dort Meier. Und dann gibt dort Meier. Und dann gibt dort Meier. Weil der Janja, was sich nicht wacht, der Gold, was er hat, zu brücken. Der 1000 Dollar, was er verdient hat, nicht wacht, wo anzuwandern, dass er Meier hat.
der erst in Gottes Augen nicht wird, hier zu sein. So, das ist wichtig, dass wir dort erkennen. Okay, wieder war ich noch meine Erfahrung gewohnt. Und der Bau, der erste Sieg, Nummer 1 sage ich, die Erfahrung an mein Leben. Ich soll sagen, an uns Leben. Und in 1971, dann fange ich in meinem Mumpje an. Die befrieden uns, sehr befriedet, wie schaffte ich von meiner Mom. Mein Dad starb, dann sag ich 12 Jahre. Ja. So ich kann sagen, wenn ich nur die negative Sicht will nehmen. Und so ist das, was ein Punkt getragen hat, würde ich sagen, weil ich keiner habe, nur mein Dad starb, dann sag ich 12 Jahre. Ja. Und ich hatte keine Gove getragen, nicht. Man mir wird nicht staunen, der hat mich nicht geliebt. Aber als ich die andere sieht, dort Gott hat sein Weg für mich und für dich. Für mich hat er, dort ich von 12 Jahren nicht in der hat. So von dort wieder hat er einen anderen Weg mit zu lernen, und er hat mich gelehrt, und er hat mich Gobi gegeben, und er hat mich viel Gottes gegeben. Ein Ding, was wir Nummer 2 fingen, ich will nicht warm sein. Warum will ich nicht warm sein? Dort, wie was meine Mama mir lehrt, dass ich nicht würde wohl warm sein. Von 16 Jahren, dann hat ich ein Checkbook handeln auf unserer Farm. Ich bin der Jüngste, der Babyboy. So ich handle das Checkbook. Und wie weit alle, was 16 Jahre jung sind, wenn sie glaube, sie sind alle 16 Jahre alt. Die haben alle so zu holen, sie weiß, dass es ihm nicht gut ist, wenn es hat. Und wenn du zum Beispiel der Traktor reift, dann fuhr ich bloß nur den Stuhl und kaufte mir kurz 2 Reifen, sah die hängen ab, dass das Bär, dass sie war reine wie, wenn sie gewusst hat, wenn ich bloß eine Nie hatte und eine Aule, dann fuhr der Traktor schief. Und dort schaffe nicht gut, ich würde kurz 2 nehmen und schreibe ein Check und betone, dass ich schaffe. Dann sage ich, sagt meine Mama zu mir, was hast du war Reifen gekauft? Ja, ich habe. Na, warum fragst du nicht deine alle Brüder? Na, Preis, warum würde ich fragen? Ich wüsste, dass dort fehlt. Ich kaufte bloß und sah den an, sah der andere Aule, was nicht fair wird, fehlt mir eine Hüste, würde ich brücken, wenn die Aule ist aufgefahren, wird zum Sperren, ja? Dann sagst du zu mir, Dani, du wirst noch mal am sein. Du weißt nicht, wo Geld herkommt. Du hast erst sollte deine alle Brüder gefragt. Und dort hat hier was plant an mir. Ich dachte so, Mom, Dani wird nicht warm sein. Der weiß, wo ihr handelt, Matt. Der wird vor. So ging der gleiche Tipp, dann wieder anfangen zu farmen, dass ich mit der Einstellung, was ich anfange. Bohren, dort wir mir an, Geld melken an, das ist kein Problem. Traktor helfen uns an, das ist kein Problem. Checks it schieben, das geht gut zu tun. No problema. Wie wir dann ungefähr 4 Jahre am Schwank, auf der Reise, an unsere Geldverwaltung. Und dann haben wir einmal, dann schreckt Gott, was mangelt. In 1975, das wird hier gesagt, drehe ich in Bankrott. Wir hatten in 1975, hat wir nicht rein. So wir haben gut geackert. Aber ich weiß nicht mehr, was wir gebet haben sehen. Das habe ich nicht klar. Wenn es mir fehlt, dann geht es nicht an. Ich weiß die Zeit, nicht weiß ich die Zeit, aber meine Einstellung wie anders, die wie fair war. Und ich würde nicht warm sein, ich würde mir wissen, dass ich nicht warm bin. Allemal da hat Gott wie mir sehr gut. Ich sage, von da ist mein gesehenstes Jahr in der ganzen Lebenszeit. Und in der Geldverwaltung. Warum? Wenn es heute weiß, dann wir nicht. So, dann sich dann rechne ich nur seine Zeit, dann wird wie unja null. Alles haben Gott wurde verkeipen, wenn ich Taurätet um die Schuld betrohle. Weißt du, was ich tat? Ich fuhr nur einen Hilfsverein, dort hatte sie da, da hatte ich Geld geliebt, für dem Alt, um das tun. Ich fuhr nur die Bank, da hatte ich geliebt. Ich fuhr nur das Stuhl, wo für die Sante wird, da hatte ich alle geliebt, das Zoot hatte ich alle geliebt. Bei der Stuhl, da hatte ich alle abgebracht, so hoch sie können. Und bei der Gasstation, da hatte ich abgebracht. Und bei der Partsgeschäft, da hatte ich alle abgebracht. Eine rein ganz bekannte Geschichte von Dorge. Viele Menschen tun von Dorge nach der Stadt. Dort habe ich auch belebt.
So dann ist der Arndt nicht kommen, dann werde ich rechnen. Und ich bin ja null. So was dann? Die Einstellungen, die wir haben, dann ich kann aber nicht umsehen, so ich würde das keinem sein. Weil ich mal auf meine Mönche dort kriege Antwort. Aber nun würden wir rot schaffen. Dann fange ich an zu schaffen, ich fange an zu verzeihen. Und zu verzeihen. Und ich ging dann um Hilfsverein und frage, ob ich dort kann online ein paar Werke, ja, dort schafft. Und dann ging ich nur der nächste steht. Dann betole ich da bei der Bank, betole ich da, dann lade ich eine Werk und dann lade ich da frisch. Dann fahre ich noch einen Hilfsverein betonen, dann lade ich eine Werk, dann lade ich frisch. Dann fahre ich noch einen Stuhl, wie ich geliebt habe, dann betole ich da, dann lade ich eine Werk wieder, war er frisch und so steht das Dominus schaffe ich. Ja, wenn ihr die Dohl klopft, dann der Rand hat einmal so Ram, dann ist er Ram. Und mit dem Kollerram habe ich das könnt ein Jahr online. Und ich schaffe, dass ich dort betonen kann. Und weißt du was? Ich kann das nicht stellen, ich muss das so manchen sagen, weil mir das gar nicht. Und dann fange ich an zu fragen, was würde ich tun? So was wir deuten, wir verkauften. Und ungefähr ein Jahr wieder. In der Anfang saß es 70 Leute wieder. Dann hat wir schon alle betont. Dann fuhren wir für 5 Monate nach Mexiko. Schafft ihr das noch besser. Aber dann nicht bloß der Arndt, ich meine nicht bloß die Erfahrung hat gemacht, mein Charpa hat auch was belebt. Ich war an Stress, an Schwierigkeit, Gemütsschwierigkeit hat ich. Die 5 Monate bieten wir dort ab, oder der himmlische Führer, und es ist dort erst was Schwierigkeiten sind. Dann gehen wir wieder nach Blue Creek, 1979, Feierjahrlota. Dann tragen wir nach Blue Creek. Und diese 75 hat uns anders gemacht, denke an Kredit und Schuld. Von da wird die Rechnung anders. Von da wird meine Anstellung anders. Von da habe ich klar, dass wir leben nicht bloß für uns, wir leben für andere Menschen auch. Und das verursacht, dass wir nach Blue Creek tragen. Und dann das erste Jahr in Blue Creek, dann ging uns, haben Gott die Rechnung 30% drauf. So wie wir die 50.000 im Bier dann zu der Hand hatten, und das ging drauf noch. 30.000, das ist 40% drauf. Aber das wäre eine ganz andere Zeit, das wäre eine scheinere Zeit als das Fähig, wie erwähnt. Hier wird die Connection nach oben besser, besser als das Eier wäre. Von daher werden meine Gedanken dort anders. Nun werde ich immer gehen nach dem Diagramm, weil ich dir erkläre, wo ich dem her habe. Also hier, ein Kapital von schwerer Zeit, das ist ein Lebensrat. Wo wir vorher wollen und wo wir alle wollen. Und Finances ist nicht das einzige Ding, was uns glücklich macht. Hat. Was ich belebt habe durch diese letzten Jahre, wenn ich von wem Hilfe komme, was in Finances Trouble hat, die haben ziemlich sicher an diese Feierhocks Trouble. Die sind taub. Familie ist ein wichtiges Ding, sozial ist ein anderes wichtiges Ding. Wir können Gemeinschaft sein und Geld. Das sind die Finances und Gott. Das sind meist einmal Feierding mit an und unsere Probleme. Und Geld ist, was das meiste rückkommen hat. Meist einmal, wenn ein Mensch hier bei Gott, wie Social oder Geld oder Gott trubelhaft, dann checkt er um Geld. Dann sage ich dir, mir fehlt Geld. Mir geht das knapp, mir hat das nicht angeregt. Die Ursache kann sein, heißt hier im Trouble. Wir können das Gemeinschaft nennen, heißt eine Gemeinschaft Trouble mit anderen Menschen, heißt mit Gott Trouble oder heißt eine Familie Trouble. So ist sehr wichtig, dass wir die Feierding an unsere Lebensentscheidung haben, um dort klar dran zu sein. Und weißt du, wenn du da würde einen Strieb eben machen, von dem Strieb nach dem Strieb, da würde man sehr schmales Strämmelchen vom Geld waschen, von dem ganzen Viertel. Geld ist hier. Sei du einen Strieb eben machen. Das ist ein schmaler Strips, ja. Und wenn dort der Wahrheit ist, dort denkt mal, wenn ich fertig so ein Kant hat und ein Rad, wo muss ich für die fertig haben? Wird bloß sehr stöcker. Das kriegt es dort, wenn du ein ganz clean bisschen distret bein hast, dort nicht rund hast, dann stöcker dort. Kriegt es dort in der Familie. Wenn du ein ganz clean bisschen was hast, dann stöcker dort. So ist es, wenn die Gemeinschaft ein bisschen verstaut ist.
Wenn die Menschheit anjünt, wenn jemand die Trouble hat, dann stockert ihr Leben. Und sicher, wenn jemand Gott im Trouble sind, wenn ihr nicht in Abrechtigkeit sind oder nicht true sind, dann stockert ihr Leben. Dann habt ihr nicht ein rundes Rot. Und so ist es auch mit Geld aus. So, das ist ein Bild, was ich mache, da, und ans Lebensrat, dass wir machen, wenn wir in der Finances Trouble haben, wenn wir nicht bloß denken, an, wie wir in der Bank vor Geld lehren, wie wir nur begonnen Geld brauchen, weil wir schon mal warum Trouble dort im Geld. Nächste hat hier Lebensweg. Es ist auch ein Beispiel, was wir gebraucht haben, euch anzutiet. Diese Glücke strebt, dass menschlich, so ist wie gleich hätte gehen. Anders ist das möglich, wenn wir anfangen, Geld zu verdienen, und das regt auch zum Essen zu kaufen, das regt alles zu, und wir tun das vermehren, wir verdienen Geld, das klappt die Sache ab, dann gehen wir bloß Glück auf, wie für jeden von dem Segen, und wie für jeden von dem Fluch, das kommt auch gleich in Betracht, wir rennen bloß auf. Wie weit, was das Volk Israel tut, als Gott dort leidet, so schwer als er das Schein hat, dann vergaut es Gott. Dann wurde es aufjatisch, dann fangen sie an andere Dinge zu dienen. Das Charakter ist wie von der ersten Tag mit der Geldverwaltung tun. Wenn das alle fein glatten Schein geht, dann verjährt wie Furz von, wo das herkommt. Oder wem es dort ist. Dann glauben wir das alle ans. Wir ahnen mit das ist, ans das jankert. Und dann schauen wir wieder. Dann gehen wir dem Glück erwahr. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird einmal jaft das da in Kretz. Und das ist der Kretz, was ich in der 75 von rede, der wir belebt haben. Da hat Gott mit einmal ein Kreuz, Eva. Eva, das Glück war. Und da haben wir die Gelegenheit zu wählen, als wir nur dem Fluch gehen wollen oder nur dem Sehen gehen wollen. Ein geht nach Hause und ein geht drauf. Viele Menschen, die dann auf der Stelle raufgehen. Und um dir zu erklären, was ich meine mit dem Fluchleben ist, wenn die dann das erste Furz denken, naja, was ist da nicht arreich? Was habe ich nicht arreich getan? Warum hat Gott mich nicht strafen? Oder warum hat er nicht eine Ernte gegeben? Was hat er dem Rehen, ich habe ans Land abgeschickt? Oder warum den anderen Menschen mich nicht mal helfen? Dass alle die Negative sehen. Wenn wir dem sehen, was ich will, dann mag wir uns abends open fragen Gott, hey, was willst du mir von da lehren? Ich weiß jetzt sicher, dass was geht. Ich zweifel nicht an, wenn ich sie dient kennt. Ich glaube an die, die das passt. Dass er hier nicht erinnert hat, als ein Sehen für mich. Was von er? Weil er mir kann ich nur staunen, warum würde ich da anstallen wollen? Das Einzige denke ich, als wie gehen wir da nach nur dort bild Gott. Gott ist ein Name, das kommt niemals in Betracht, dass wir dem Namen wollen raufstallen. Das ist immer boven. Das ist immer reich. Das ist niemals reich. Das ist immer gut. Dort macht wie Klohan ans. Wenn dort ist, und hat unter dem Namen sie, dann ist für mich auch alles gut. Was immer Gott tolat, ist gut für mich. So Jakob, dem Vers las ich erst, Jakob, der lädt Gott nicht los, aber er hat seine Idee. Ich würde ein klein bisschen umdrehen wollen, wer wir Gott nicht loslassen, aber wie seine, dort ein Sehen ist. Und dann werden wir noch nicht loslassen, aber dann werden wir wieder gehen. So, wenn der Rehen, was nicht gekommen ist, mit dem Sehen ist, dann gehe ich nur in den Hech, nur den Sehenstrieb. Dann ist mir dort der Stein, wenn wir dort nennen, der Kreuz, wo ich nennen, da stoppe ich knapp. Sie können nicht stoppen, herkommen. Dann steht dort, ich mir den feiten Anknall und plumps herauf und seele mir die Augen an dem Fluch wach. Sehr viele Menschen, das die kommen, sagen, warum habe ich nicht können ernten? Hat er nur behaft eine feine Ernte durchkriegen und hat ja krank so viel getan aus dir, krank so viel verlässt und meint ja oft halb so viel. Wahrscheinlich hat sie auch gestrich was. Wahrscheinlich ist unsere Gemeinde nicht reich. Wahrscheinlich ist meine Familie nicht reich. Oder mein Junge ist zu gestrich, da wenn der hat. Dann sehen wir uns in dem Flucht an ihr Raum, kommen wir bloß nicht wieder. Nur wenn wir in der Hecht stoppen und dort in sehen morgen, was immer da kommen wird. Dann gehen wir nur das Nächste. Was ist das Sehen? Was habe ich gesehen? Ich habe ein Bild gemalt, boven Gott, das ich schon gesagt habe. Dann habe ich das Feuerwehr und gesagt, true, abrechtig, weise und zufrieden. Feuerwehr, das sind meine Bibel. Aber diese Feuerwehr habe ich mitgelesen aus einer Segenskrone.
Und das Port, dass man denkt, dass China den Akens nicht schäfe. Dass sie haben es niemals verdient. Dass 100% genug. Dass wir China true, abrechtlich, weise und zufrieden sind. Wenn es dort Gott in Gerechtschaft, was er uns gegeben hat. Der Teufel hat diese Gerechtschaft nicht geteilt. Der hat alle Wege in auch ein Verab. Das ist er geteilt hat. Er sagt, antrüh. Dort wird die Glecke. Wenn du hier ein bisschen antrüh gibst, best, dann kannst du mehr Geld kriegen. Er sagt, anabrechtig. Du dort, dann kannst du ein bisschen herkommen mit Geld. Er sagt, weiß, ich habe nicht alle Wege Brücke. Weiß, dass es nicht gut einmal zu Brücke, wenn es viel mehr kostet, dann nicht die Dollar schrieb, was du anders wirst. Antufried, dass er herbringen uns bekannt in unser Leben, nicht? Klein wird man Teufel zu tun haben, dann sagen wir, meist für uns antufried, dass wir nicht noch mehr Geld kriegen, dass wir nicht noch eine gerade Arnte kriegen, dass wir nicht noch mehr keine Holidays haben, ja? Das, was der Teufel hat, alle werden auch ein Verabschied, das sind Gerechtschaften, aber wie keine das haben, umsonst, ich habe uns nicht gehalten. Das ist die Sehenskron, was wir machen, was ich habe, die Sehenskron kriegen. Dann gehe ich zurück noch, der einzige Weg ist, von uns Unzufriedenheit, Unabrechtigkeit, Untrüheit, Unweisheit, Unweis, damit wie Christus die Bibel sagt, eine Sinnesänderung machen, eine wahre Geburt, eine Bekehrung. Am Tieren von den alten Suren Weg und drehen am und gehen den anderen Weg. Und wenn wir ehrlich sind, dort zu erkennen, dort wie Unzufrieden, Untrü, Unweis und Unabrechtig sind, dann sei wie hat ein Weich. Und dann fragen wir den Bursten, was alles ist, der jaft uns dort. Wenn er schweitet, wie seine, wie sind im Gerise, wie sind im Distre, dann jaft er uns dort, das ist 100% genug. Und die genug, wenn wir die Tiene haben, dann haben wir da unser Leben. Hier habe ich ein Bild gemalt, in der Finanzes krieg war er. Weisheit, hier unten habe ich Weisheit. Weisheit ist breit. Dann checken wir unten ein an alle Dinge. Nicht bloß hier nur diese Dollars, dann checken wir hier nur die Familie, wir checken hier nur die Umgebung und wir checken nur Gott ganz ab. Das ist all am Bern. Dort machen wir ab und dann checken wir breit. Was passiert da, was erklärt, was reich ist, wenn hier 20 Jahre sind, die fangen mit diesen Bärtelsten Badstriepen an. Die fangen schmal an. Weisheit ist nicht unbedingt Furzdor alle. Dort kommt der Jahr. Dort kommt von dieser Echse da. Da entstehen viel Weisheit. Wenn die schwere Tide kommen, dort wollen wir wie Gott fragen, hey, was weißt du? Dann machen wir uns abends breit auf. Dann kann er sagen. Dann kommt er hier so nennen. Und dann wird er hier spannen, als er fällt er im Hort nennen. Dann wird er im Hort spannen, dann fängt er an, alles zu drehen. Jo? Das ist dort schaffen das. Und ein junger Mensch, der fängt schmaler mit weniger Weisheit an, der kann krank so glücklich, krank so gesehen sein, aus in längerer Form, aber die Weisheit warst du an, aus der Erfahrung machen hat. Er kann Gott seine Weisheit 100% brücken, aber ist schmal. Hier hast du dir vor, dass ein junger Bauer, das was ich belebt hat, wenn ich davon rede. Ich dachte, ich wäre weiss, ich dachte, ich würde was bewerben. Das habe ich das Solo machen von 10, 20, 30, 40, 50 oder 120, 200, 300 Millionen, was immer wir Dollarschwelle sagten. Ich dachte, ich würde auf das schmale Weg, würde ich da oben ein Millionär werden, just like that, bloß gerade so. Und dort sagt Gott anders schon, wenn er wüsste, wenn ich so schmal würde bei Millionen sein, und da würde ein bisschen Sturm kommen, er würde warten mit dem X-Schäcke, was ich da oben wäre, dann würde ich sagen, dass ich voll. Und dort kann ich sagen, ich würde raufplumpsen, einen Fluch nehmen, verbessern und mich an dort Jerusalem am Seele. Er wird mich so gut, er schickt mich an der Seele steht, mit einmal ein Ex-Twaschen. Da wirst du dort, das kann dann nicht mehr nach vertragen, das wird schaffen. Er schickt mich dort an Ex-Hahn, dort er dort besiegt nach einer Streibhahn würde. Bitte breiter, bitte breiter. Ein wahrer Breiter. Jeder Axt macht einen Breiter. Und dann wird einer gestiebert, dort ein Chance ist, Millionär da oben zu sein.
und dann der Schädersturm kommt, dass wir da noch stehen bleiben. Das ist meine Erfahrung von dort fort. Das andere Ding, was wichtig ist, dass wir ohne des Sturm bleiben dann. Viele Menschen, die krüppen da her. Man klein Bastchen und trü. Bloß ein O-An da versaten, dann können sie ein Bastchen besiegen, die Sehenssturm rüt. Das sage ich nicht, dass die Menschen nicht was Geld machen. Das sage ich nicht, dass die nicht was kriegt, sie sind Bures, die werden ohne blüft. Aber das sage ich so viel, dass was stockere. Und wenn es stockere wird, dann fallen die Sehens nicht mehr auf alle Wege. Einer sagt zu mir, wo ist es dann mit so einem Mensch? Einer, der schaffelt, mit der Schaffel und der andere, der hakt. Was ist der Unterschied? Frucht an mir, wo kommt das, dass der, was der Hack hakt hat, dort meint nur mich, nur mich, nur mich, ja? Und Schaffel, dort meint nur die, nur die. Wo kommt das, dass der auch Geld macht? Ich sage, der hat Glück. Ein Mensch wird nicht in ihrem Sehen, als der kein Glück hat. Wie seine dort? Menschen, die eigentlich ihr Leben haben, eben seine Familie und andere, die machen gut Geld, so sei wir dort. Wenn ein Ziel ist, bloß Geld machen, tut das. Das ist schöne Wohl. Aber dann bleibt ihr nicht unter dem Sehen. Da bleibt ihr dann nicht. Okay, nun haben wir ein Stück von dem Gerät, nun werden wir wieder gehen. Ich habe diese unterste Sicht, sage ich noch, die wieder wie zurückchecken, Tom lehren, die wieder zu verabchecken. So ist es wichtig, dass wir eine Finances zurückchecken können. Wo geht es nun? Wo haftet fehlt ihr tun? Wo geht es in ihr Eier? Wo geht es in ihr Träg? Und wo rennt es an ihr Verhahn mit meinen Finances, mit meinem Haben Gott? Dann checken wir da nun und dann haben wir dort einen Plan machen, vorwärts. Und das, was wir noch alle Leute lernen, wo wir Plans abstellen, wann wir fertig leben wollen. Ja, dann gehen wir noch. Sektion 2. Wo steht die Welt von Dorge in der Geldverwaltung? Das ist ein Thema, wo ich von rede da und wo ich mir lehre viel an Erkenntnis. Ich habe nicht so viel an der großen Welt zu tun, da der Krieg weit, wo das daran geht. Wo ich das meiste zu tun habe, das ist die Welt, die hier bei mir wohnt. Die Welt, die hier immer wissen will. In der Welt, was rundherum mich, wo ich lebe, da mit zu tun habe. Und ich habe ein bisschen gehört und studiert, wo das Bild in der großen Welt passiert hat. Und dort Part, was uns viele hat, gleich ist, kriegen wir rein. Ich glaube nicht, dort verschieden ist. Und die Sohle, wo viele Billionen, Millionen, und Sohle, was ich nicht mal kann, Schulden sind in der Stadt in Mexiko, ich weiß nicht. Dort weiß ich nicht, wo das Krieg ist. Aber ich weiß, dort zusammen den kriegen wir rein, schaffen dann. Und so sieht von da in der Welt schaffen, der das, hier haben wir nochmal ein Geld aus der Regierung gehabt. Wir reden sehr viel von Geld, Geld in der Karatur haben geschrieben, Geld ist ein Kampf an uns Leben. Das ist ein Ding, was, das ist ein bisschen Gerätschaft. Das ist ähnlich so, Dollar oder Leibha. Geld ist ein Ding, was wir einem Hort mittragen tun. Das ist ein Verlangen oder ein Welle mehr haben Gott haben. Aber in Wirklichkeit, was Geld ist, das sind die Gerätschaften, das sind die Papier. Und so sagt verstohhaft die Welt erst gerannt an Gold. Gold wäre die Bieter, sie nehmen sich Bieter Gold, und jinge vielleicht in Leder dort im Safe nennen wir, und dann schreien sie eine Nota von dort Biet Gold, so viel Gold hat er da. Und mit dem Nota können sie sich Ding antischen, wenn es dort stand Gold fährt. Du hast die Welt weichgedreht von dort, das ist nicht mehr so wichtig, und hast Sohle gemacht an Papier. Von der ersten Tag, dann ist es bloß mehr Papier dreck und sie haben nicht dagegen. Von der ersten Tag passiert es, dass die Regierungsdone bloß mehr Geld drecken und geben Garantie dafür, ein Brücke Sohle oder Menschen kriegt es wie eine Bank. Donne. Wir fahren eine Bank und liegen uns ein Klampe Geld und wir nehmen kein Preise mehr drin, das ist bloß eine Sohle. Aber wie man uns ja schreibt, dass mein Bietland oder mein Traktor oder mein Pickup oder was immer wir haben, das steht aus Sicherheit, aus Garantie. So, wir schaffen bloß mit Zolle, nicht nur bloß mit Geld, wir schaffen mit Zolle von der ersten Tag. Nicht, was alle im Internet bloß tun, wir dürfen nicht mehr in der Bank fahren, jetzt bloß dort alle Trachtestahlen ab und durch zu fliehen, so ist es für Welle. Das ist unter Kontrolle, unter ein System auf dieser Welt,
wo die Geldverwaltung ranreden. Wie Christen, wie leben wir dort taub? Wir haben auch Geld, wir sind abhängig von dem Geld, dort wir auch trachtische können. Und es sei ein Fan, dort sie dort haben. Wenn ihr nicht Geld habt, dann müsst ihr mal eine Co-op in den Regen nehmen und gehen um Noba und lade dort auf und tust den Piet an und drehen und dort trägen. Oh, vielleicht müsst ihr mal dort machen. Aber anyway, wir haben bloß Sohle, dort wir können auf dem Dol fliehen. Das Land ist krank so. Wo weit wie dort Jesus das aus mein Biet Land? Ich wir ganz abends in der Office in Campeche, wenn uns Biet Land und wir haben uns Escritura mit und dann weil wir heute Trouble, die Meiertjes, die wollen da kommen, Acker da boven. Wir glauben, dass wir uns, bevor wir nur der Regierung und fragen, wem ist das hier? Und sage ich dir, das Papier, was du hast, das ist nicht. Und diese Office teilt das Papier reich nicht. Oh, ich kaufe da, hängt der Hänger auf, noch was da. Das Papier hält mich nicht. Wir haben das Land haben wir gebrückt, was wir dort haben, die Ferien in dem auch. Was machen wir dann tun? Oh, sag ich dir, das Papier, was du hast, ist bloß ein Reich, das dir der Brücke kostet. Okay, das ist alles, was ich will haben, diese Welt. Wenn ich kein Reich von der Regierung Papier habe, ein Reich habe, ich kann das Land brücken. Das Land ist allemal aller Gott sind. Oder das erstens, das aller Campeche hat, das aller Mexiko hat, das aller Gott sind Land. Woran wo ich streite, damit das meint. Nur ich habe bloß ein Reich, das der Brücke. Ich will jetzt ein Belize mit dem Chor. Und dann will ich da ein Permiso haben, um den Antwort, wollen sie mir nicht geben. Ich soll die versalen. No, ich will nicht versalen, ich will bloß spazieren vor. Nur du kannst nicht zweimal den Weg spazieren vor an Belize nehmen. Dann sehe ich früher mir, was ich gesagt habe, wie sie sagt, der Chor, wenn der über diese Land fordert hat, ist das belizische Regierung Ehre. Das Einzige, was du kriegst ein Papierchen, das du in Reich hast, mit der Regierung Ehre Chor, an das Land zuvor. Wenn es jeder denkt, was in diesem Chor passiert, an Belize, ist Belize ein Problem. Oh, dann wird er ja nicht, heute nicht in der Chor an Belize. Das wird Belize er. Aber was fehlt mir mehr? Das ist eine wenig meine Chor als Gott sehen. Wenn ich dort früher hätte drei, dass ich dort kann fahren mit der Chor, was Gott mir gegeben hat, Dankeschön, das ist alles, was mir fehlt. Das ist alles, was mir fehlt. So ist, was viele Dinge sind. Und da braucht eine Anstellung hier bei, dass die Fort hier das Geld, das Haus, das Land, was immer ihr habt, als ihr habt nicht hin. Dass ihr auf das Heavy fahren könnt, da habt ihr kein Recht. Ihr wird bloß Freiheit gegeben. Ab Mexiko ihr Heavy zuvor. Das ist eine andere Anstellung, als wie viel habt. Checks sind bloß Sola. Bankaccounts sind bloß Sola. Die Bank gibt dir in Reich so viel Geld, so viel Ding kostet dir ab der Quart oder was immer tolle. Das bloß am Dol fliehen ab Sola. Die Welt ist weichgedreht von Gold, das hatte ich eh schon. Da waren Nummers gebrückt von da. Eine große Klampe ist Nummers geworden, am Dol geflieht und wie glaube vielmal, wir sind so reich oder so arm oder uns fehlt so viel Nummers. Wenn ihr schon raufkommt, was wirklich wo wir sind, sagt die Bibel, wenn du Kleider und Nahrung hast, dann lass dir das Geld gehen. Vergeht für jeden von den großen Klampen Nummers. No, nicht für jeden von den Nummers. Die Zentner ist auch geteilt. Da werden wir mit schaffen, dass die Nummers nicht gehen, dass wir ein Reich kriegen. So ist es ja gesagt, die Welt ist von Geld weichgedreht. Wir schaffen von da bloß mit Nummers. Wir haben viele von uns, weiter dort nicht, dass dort mal mit Geld jährlich wird. Wir denken bloß so, dass es das schafft. Das hat all 20 Jahre so geschafft und das hat noch immer. Und das wird ein jüngerer Mensch da in Betracht kommen, dass wenn wir 20 Jahre oder 10 Jahre Ding haben, dann sagen wir, das hat noch immer so getan. Aber Menschen, die ein bisschen älter waren, die wurden besser an, dass das von 20 Jahren gewechselt hat oder von 50 Jahren. Und das wird wie sein, was von deutschen Tag tät. Das andere Ding wird eine was in der Welt passiert hat, oder nicht bloß in der Welt, oder in Kotemok, oder in New York, oder wo immer wir haben, wie sie wollen, was hier in dieser Welt passiert hat, dort ist Schuld, Garantia, Seguro. Ich nehme nochmal auf, ich werde nur nochmal tieren, mir hat das erst. Unsere Einstellung ist,
wenn wir Geld ausliehen, dann fehlt mir Seguro. Wenn mir wird schon mir wird viel noch Geld gefragt. Ich kriege nur nach Mess alle Tage ein paar Calls von Kampetchen Frau, hey, kostet mir nicht Geld liehen. Meine Einstellung ist so, ja, ich habe noch was Geld, aber was du dort betonen kannst? Hast du noch haben Geld? Hast du noch Einnahmen? Hast du noch, was du kostet jenseits? Kostet mir Garantie geben? Ich würde ihm dort vielleicht mal 3 oder 4 oder 5 Mal fragen, was du dort betonen, wenn ich mir das Geld wieder zurück habe. Das ist, was meine menschliche Einstellung ist. Ja, ich werde die liehen, aber du hast mir Sicherheit, du hast mir Sicherheit, du wirst auftun. Und wenn du nicht was kennst, hast du noch etwas, was du dann kannst verkaufen. Oder was du mit deinem Traktor Papier geben, Faktura geben. Oder was du mit deinem Biet Land geben. Die Sicherheit, die wir haben. Für die Schuld, was du bei mir machen darfst. Das ist, was meine weltliche Einstellung ist. Und da werden wir das nächste Thema von haben, der nächste sieht, was wir aus Christus sollen haben. Stock Markets, Company Nomas, Credit Courts, hohe Interest, das sind 9 und 10 und top, da werden wir ein bisschen Zeit nehmen von reden. Credit Court, wer braucht eine Credit Court? Hilf mal deine Hand ab. Ja, das ist ein Schauf. Credit Court ist ein sehr feines mit Gerätschaft. Kriegst du Geld, Verwaltung auch erst. Das ist ein sehr feines Ding, wo man mit einer Zeit begonnen und wie der, wenn ich so sieht, ich sehe die Kauwacht, trage für Tische, für Erdschocker oder was immer an. Wir können bloß mit dem Kreditkort gehen, jeden Tag haben sie ans Eten mitnehmen oder ans Kleider mitnehmen. Das sei ja möglich. Aber da hängen dort Makel, die essen, sehr fährliche Denkbahnen, wo der Teufel regiert hat. Der Kampf von der teuflischen Macht, der wird ab einer Love herrschen. Und das sind nicht die Macht, wer den Kreditkort macht oder die Menschen, wer den macht. Das ist ein Geist, der eine Love herrschen hat, der uns anfängt zu wurzeln. Und dort ist das so handig, die Kreditkartbrücke, wir dürfen nicht erst mit der Hand schaffen für dort, wir können dort dann tun und dann schreiben wir dort rüt, dann gehen wir schaffen und dann ab einem Monat haben wir dort betonen. Für dort, was wir geschafft haben. Und dort ist ein Geist, was dann ans Hüse dort, was der Wahl überhand nehmen. Und dann ist noch ein anderer Geist, dort kommt von Bütten an, und das ist über das selbe Geist. Die Kreditkartcompany, die tun ihnen viel mal was anbieten, was geht. Sehr viel mal sagen sie, hey, nimm diese Kreditkarte, dann darfst du nicht mehr Payments machen, du darfst nicht mehr Interest holen, du darfst nicht mehr Sorge, wenn du das Geld hast, um zu kaufen. Das ist, was sie anbieten tun. Und weißt du, das ist Lehnis. Das ist Charakter mit den großen Sands, wo sie tun, Zipstoff anbieten. Da hast du meist immer ein schmackes Bild an. Al wie es Christus würde nicht sagen, dort ein schmackes Bild ist. Vielmal sind eine halbe Nacht früher, was soll antragend sein für Fleisch. Warum tun sie da nicht mal in Dickböckchen, Gräben, Kranken machen, was ganz schief hat und kalt. Da haben wir es zum Verkäupen. Sie weiter, dann würden sie verkäupen. Sie tun alleine, sie werden Deal bringen, tun dort Menschen, dort alle Wälder. Dort ist Kreditkarte tun. Die tun ein Ding für sich deutlich zu machen, was nicht Wahrheit ist. Omdat je dat wilt nemen, en dan nu wil je het geld geven. Zo past op voor creditkorten. Sommige counselors zeggen, geen creditkorten. Eerst schneid maar creditkorten twee, want die trouble hast met niet geld aan reetje, schneid het twee en schmied in de garbage neem. Vielleicht is dat beste voor die. Ik wil zeggen, doe dat hier bijna andere. Du erkennst Wort von Jesus, die drehen das, wenn du die nicht kannst holen, eine Kreditkarte brücken, zu mehr zu kaufen, als du weißt, dass du die Annahme hast. Das wird es uns schaffen. Wenn du die Kreditkarte verschneidest, das ist noch nicht eine Hilfe, dass der Teufel nicht eine andere Weise hat, die zu bringen, dass du das Geld nicht anregst. So schafft der Banner und der Banner andere, dass du da hinkommen kannst. Höhere Interesse ist ein Ding, was Lothar kommen wird, wenn du das nicht kontrollieren kannst. Dann machst du doppelt tolle. Und ich würde Ihnen eine viele Geschichte erzählen, was ich gehört und belebt habe von Kreditkarte. Ein Wahrheit, was sie manchmal tun, ist, beide sie einen großen Kredit an, was die Kost ohne Interesse haben für 6 Monate. Na, das ist fein. Aber ich erkläre Ihnen nicht, wo die dort waren verrechnen. Dort tun sie die nicht sagen. Was passieren kann, ist, wenn du dann die große Summe mitnimmst und holst ein bisschen auf und brückst die Ware, dann
nehmen, sondern alle anderes. Wenn sie tolle bloß von, nehmen bloß dort, was du aufgetollt hast, würde nicht anderes toll, sondern andermals ein anderes toll. So schafft er doch mit den Lohns, was die Welt auch tut. Beide den Lohn an für 12% anderes. Aber das ist nicht bad, das ist halbwegs gut. So du liest die Geld, zum Beispiel 100.000 Pfizer auf 5 Jahre mit 12% anderes. So sie nehmen 12 mal 5, dass ihr 60.000 Pfizer anderes, dann teilen sie dort mit 5, das ist 12.000. Ich sage, die Sohle reicht nicht. Anyway, war das erst. Und dann sagst du es auch über 2 Jahre toll. Dann tollst du 2 Jahre. Und sie hat über 12% von hier, über 5 Jahre wieder geschnallt. Und dort machst du von 6 Monaten wieder anfangen zu tollen. Wenn dort ausrechnet ist, dass du von ungefähr zwischen 24 und 30% Interesse dort du um Geld tollen das. Aber dort war es die nicht sagen, Fuß. Da kostet die selbst ausrechnen. So, das sind jetzt an all die Eure Bots. Wo wir Christen mit der Wacke sind, was wir annehmen, was wir nicht annehmen dürfen.